Moin Leute, heute gibt es ein weiteres Video von Elden Ring, denn es wurde etwas Neues herausgefunden, was ziemlich crazy ist, und das Ganze in Haus Vulkan. Ihr habt es am Titel schon gesehen, es gibt Wände, die mehr als einen Schlag brauchen, damit die aufgehen. Und da wurde eine gefunden hier in Haus Vulkan, und da wollte ich jetzt mal hingehen und das Ganze selber ausprobieren, ob das bei mir auch so ist. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Das würde nämlich auch das komplette Game nochmal changen, was die Secrets und so angeht. Weil die Frage ist dann, wo gibt es nochmal so eine Wand, die nicht nach einem Schlag offen ist, sondern die 20 Schläge braucht. Das wird echt interessant. Ob da noch irgendwo was gefunden wird, ein richtig krasses Secret. Und ich habe da dann gleich noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Gerade bei dieser Tür, hier links ist es. Also hier das Ding. Die Schlangen machen wir auch noch eben weg. Die uns nicht nerven. So, hier sieht man auch schon ein paar Nachrichten. Achtung hier. Wertvolles Objekt. Und ich schlage jetzt hier einmal gegen, ich roll gegen und es öffnet sich nicht. Aber wenn ich hier, das ist eigentlich auch, was ich ausprobieren wollte, wenn ich jetzt hier den Strahl gegen mache. Die Frage ist, die ich auch habe, ist, braucht diese Wand eine bestimmte Anzahl an Schlägen? Oder hat die Wand eine bestimmte Anzahl an KP, die runter gemacht werden muss? Naja, noch nicht. Ich glaube, es sind einfach eine bestimmte Anzahl an Schlägen. Ich schlage jetzt mal hier so lange weiter drauf, bis das aufgeht. Und ihr seht, also das kann man nicht mal auch aus Versehen oder so auch. Man braucht richtig viele Schläge. Also man braucht wirklich viele Schläge. Ja crazy. Da ist offen. Und was auch crazy ist, hier sitzt ja immer einer mit diesem Schwert. So ein Dude. Ja, der euch Talente verkauft. So, und hier kann man nicht angreifen. Ja, also hier in diesem Bereich, man kann nicht angreifen. Gar nichts. Was ist jetzt, wenn ich von hier aus angreife? Oder von hier aus einen Strahl mache? Der geht hier lang und dann kann ich hier was kaputt machen. Also wer noch nicht so weit in der Story ist, der soll mal bitte hier Pfeil und Bogen rauspacken und den Typen angreifen. Das wäre mal voll interessant, was dann passiert. Wenn ich dem so einen Strahl hier reinballern würde, was passiert dann? Genau deswegen denke ich nämlich, ist die Wand hier. Man kann dann von hier aus angreifen, diesen Typen. Und wer weiß, was dann passiert, storymäßig. Also Leute, probiert das mal aus. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was dann passiert, wenn ihr den Typen hier angreift. Und ich halte euch auf dem Laufenden, falls nochmal sowas rausgefunden wird. Ob es irgendwo nochmal ein krasses Secret gibt. Ganz kurz noch, wenn ich weiß, wo Haus Vulkan ist. Hier habt ihr die Karte. Hier oben, da ist Haus Vulkan. Also, abonniert den Kanal, liked das Video und gerne einen Kommentar da lassen, was bei euch passiert ist. Bis zum nächsten Mal, haut rein.